Und damit ein ganz herzliches Hallo und willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite Rettet die Welt Video auf unserem YouTube-Kanal. Ja, hier heute an diesem wunderschönen Montag, dem 14.11.2022. Und für alle Spieler, die sich ein bisschen mit Neuigkeiten und Updates befassen, die wissen das ja bei dem Patch 22.30, das hatte ich jetzt zwar schon tausendmal gesagt, eben 4 neue Waffen und der Held gekommen sind, aber eben, naja, auch, dass heute an diesem Tag die letzte der 4 Waffen kommt, besser gesagt die zweite vom Shop und eben quasi das letzte Item aus dem relativ neuen Event. So, ich bin jetzt hier noch ganz kurz in Fortnite Battle Royale, das hat den Grund, ein bisschen euch noch auf den Sack zu gehen mit dem Code FVM im Shop. Als Creator Code würde mich sehr freuen, falls ihr euch hier irgendwas kauft, wäre eine sehr, sehr große Unterstützung. Jetzt gehen wir mal rüber, gucken die uns an. Ich, by the way, werde euch heute mal alles rund um dieses wunderschöne, hoffentliche Item vorstellen. Das ist eine neue Waffe, das sagte ich bereits, ne? Genau, die sogenannte Railgun aus PR ist das auch. Guck, ist tatsächlich lila. Das Stromschienengewehr ist das. Wir haben genug Gold da. Wer Gold farmen möchte, gebe ich euch immer den Tipp. In der Halloween-Zeit vor allen Dingen nutzt dafür Gruften. Werde ich jetzt aber nicht so detailreich sagen, denn das würde den Rahmen des Videos sprengen. Wir wollen nämlich heute eben die Waffe kaufen, bürgen. Bisschen was machen, ihr werdet es dann gleich sehen. Deswegen, ich habe heute extra alles noch fürs Video aufgehoben, um da so gesehen nichts vorzunehmen. So, wir kaufen uns die erstmal auf Episch, die kann man dann aber, keine Angst, auf Gold noch hochpürgen. Ist genauso wie bei den anderen, die durch die Mission, durch diese eben Brainstorm Alien, ne, ihr seht das hier, Quest freischaltbar war. Ja, die letzte Woche erschienene Waffe, diese Plasma-Waffe, die ist nach wie vor verfügbar, genau wie alle anderen Halloween-Sachen. Die gab es aber direkt in Gold, weil, und das kann man ja auch in der Sammlung, irgendwie leckt es gerade ein bisschen bei mir, ich hoffe, das ist nicht zu schlimm, sehen. Die Waffen übrigens sind bei Albtraumwaffen auch in der Sammlung verfügbar, nicht zum Herausrekrutieren, das hatten wir ja schon gesagt. Aber eben, guck, die gibt es ja nur in Gold, deswegen, ja, ne, genau, ist die da so konzipiert, dass die eben zum Hochleveln wichtig sind. So, weil, Doppelpunkt, wenn man die nur in Gold kaufen könnte durch den Shop, dann könnte man die ja für die Sammlung nicht in Episch bekommen. Ja, die Frage ist, wer braucht's, aber nur als Info dazu und, ja, für die Leute, die sammeln. So, hier nochmal der Brainstorm, für die, die es interessiert. So, genau, gekauft ist sie, wichtig, die Sachen werden wahrscheinlich nicht mehr so lange drin sein, denn schon nächste Woche am 21. irgendwie krass, kommt eben das Winter-Event mit Frostnite und dergleichen. Heißt, auch die Shops aktualisieren sich, alle Halloween-Sachen werden auf alle Fälle verschwinden. Bei den Brainstorm-Sachen, deswegen sage ich das, also diesen beiden Waffen, weiß ich das nicht genau, deswegen, ne, aber kauft euch vor allen Dingen erstmal die Skizzen, anstatt irgendwelche Vorteile. Klar, die sind auch wichtig, die Sachen hier rechts, aber die sind jede Woche verfügbar. Die Sachen links eben nur zu gewissen Zeiten. Ne, genauso wie mit dem Pack hier, soll jetzt keine bezahlte Werbung sein, ist es ja auch nicht, aber nur als Info dazu. So, jetzt haben wir ein bisschen drumherum gelabert. Hallo, hör mal auf, Spiel zu lecken, Mensch. Gottes Willen. Ha, haben wir jetzt irgendwie die Hackerwaffe freigeschaltet oder was hier? So eine Hackerwaffe? Wusste ich gar nicht. So, wir machen die erstmal hoch. Können die auch auf Gold hochleveln. Wartet mal, hier häufig grad erhöhen für die, die es interessiert, und dann ist eigentlich ganz easy. Habt ihr die auch schon auf Gold? So, da bin ich mal gespannt, was wir für Perks machen können. Wir werden die auch gleich mal testen. Nicht auf Schatten, nicht auf Opsi. Ich würde euch immer den Tipp geben, macht die Dinger auf Schatten. Das ist einfach, alles was auf Schatten geht, ist der Tipp von mir an euch. Macht es auf Schatten. So, genau, wir hoffen mal, dass das Ding, wieso geht die Schussrate runter? Was ist denn das für ein Scam? Ja, ist ein Sniper, ne, Scharfschützengewehr. Und ich hoffe, dass das Ding gut ist. Gottes Willen, also der Schaden ist sehr hoch. Ich habe jetzt keinen Vergleich zur Verheerer-Skizze, das ist schade. Und die ist noch nicht mal gepirkt. So, das ist jetzt nicht interessant für uns. So, was sind die Zusatzperks? Jeder Treffer verwendet einen Verlangsamungsstapel, wenn einer... okay. Ja, ich finde, das hier ist das Beste. Könnt ihr euch mit, aber ich möchte die Kernvorteilsfixe nicht ausgeben. Deswegen, ja, ist jetzt was mit Verlangsamen. Eingefroren. Ist das kombinierbar? Kombiniert sich das? Schwierig, aber eigentlich schon, ja. Wir machen die mal auf Gold. Haben wir noch genug solche Perks? Warte mal, muss gleich mal gucken hier. Ha, okay, sehr gut. Naja, es gab die letzten Tage immer mal ein paar Missionen, wo eben goldene drinne waren. Die hatte ich sogar gespielt. Machen wir hier mal kritische Trefferwertung drauf. Hier kritisch... Schaden, Kopfschussschaden, Magazingröße. Werden wir dann sehen, ob sich das Ding unabhängig von Schaden, also quasi, ne, so Nachladegeschwindigkeit und so, ob das spielbar ist oder ob das völlig abfuckt, weil es gibt ja auch Waffen, wo du Nachladegeschwindigkeit drauf machen musst.
irgendwie statt Schaden, das kann man ja am Ende nochmal umpirken, weil es sonst gar nicht richtig spielbar ist. Ja, und da kann man dann lieber mal auf 10 Schaden verzichten und so gesehen irgendwie eben schneller nachladen oder was weiß ich. So, oder hat keine so große Rückstoßvermeidung oder was weiß ich, Magazingröße. Haltbarkeit würde ich euch prinzipiell nicht empfehlen. Wir leben in einer Zeit, na, das ist wichtig. Deswegen empfehle ich euch auch alle Sachen auf Schatten zu machen, weil Obsidian ist eher so dafür da, um Haltbarkeit hochzupirken. Also Obsidian hält länger, macht aber weniger Schaden. Bei Schatten ist das genau umgedreht. Deswegen, oder bei Sonnen und Brightcore, je nachdem, ist ja egal. Kristalle sind immer. Machen immer besseren Schaden. Deswegen, ja, genauso wie hier, macht da kein Magazin drauf. Wenn ihr Metz braucht und sagt, ey, ich habe keine eigenen, dann kommt mal zu mir und wir haben auch nicht immer unendlich viel da. Aber, ja, ne? Wir können auf alle Fälle mal aushelfen. So, gut, okay. Wir gehen jetzt mal in eine Mission. Wir gehen mal in eine etwas höhere Mission rein. Machen wir mal eine. Haben wir eine schöne da? Gehen wir mal in die. Da kommen immer nervige Zombies. Genau, hier ist noch keine Neuigkeit dazu da. Wie gesagt, alles von dem Update von vor, glaube ich, 2 oder 3 Wochen. Was ich jetzt noch nicht gesagt habe, wir haben zwar Werbung gemacht für FVM den Code, aber noch nicht für Abo-Like-Glocke. Warte mal. Man kann natürlich die Waffen immer noch mit einem Helden-Setup kombinieren, das machen wir jetzt mal nicht. Wir nehmen mal ganz normal die Lux Cassandra als Held, als Ninja. So, und rein. Ich hoffe, dass ich jetzt noch Metz da habe. Ich habe richtig Angst. Dann wieder verwehrt. Es hatte mal jemand gesagt, dann verwieder werde es doch einfach. Hatte ich jetzt gesagt, Abo-Like-Glocke? Falls nicht, ist aber egal jetzt. Tut's oder tut es nicht, hab euch trotzdem gern. Genau, und schreibt auf alle Fälle mal einen Kommentar, wie ihr das Ganze findet. Das ganze Event natürlich prinzipiell, aber vor allen Dingen auch die Waffe. Wichtig, wir werden auch die Tage wieder streamen, deswegen gerne auch Glocke anmachen, ganz wichtig, um da nichts zu verpassen, wo wir die Waffe auch verschenken. Aber ich denke, die wird sich auch so jeder aus dem Shop herauskaufen. 600 Gold, also nicht mal 1680, das ist sehr, sehr okay. Man braucht natürlich dann die. Ja, die Kraftquellen zum Hoch. Also im Endeffekt kommst du auf das Gleiche raus. Aber wer noch Kraftquellen über hat, durch die Sammlung zum Beispiel, da passt das ja. So, lädt das ja auch mal irgendwie. Also, wenn es Fragen gibt, Ergänzungen und dergleichen, gerne reinschicken. Irgendwas ist, dass wir noch mal ein bisschen interagieren können, wäre, denke ich, nicht verkehrt. So, wir hätten das Ding jetzt eigentlich favorisieren können. Das wäre auch ganz sinnvoll gewesen. Na, Effis fehlen. Aber ist nicht schlimm. Guck. Easy. So, jetzt bin ich echt sehr gespannt. Die Plasmatron hat uns sehr, sehr überzeugt. Das Sturmgewehr habe ich in die Sammlung gepackt. Und diese Strahlwaffe finde ich auch nicht so extrem krass. Die Plasmatron, die hier, ist aber eigentlich einfach das absolut krasse Ding. Wir werden am Ende des Events nochmal, also ist ja jetzt eigentlich, oder nächste Woche nochmal ein Video machen. Mal ein Video, wie denn letzten Endes der ganze Spaß ist. So, gut. Kann man auch direkt schießen? Oh, das dauert. Ja, die visiert halt an. Ja. Es ist halt keine Waffe, wo man hier solche Lager zerstören kann. Das ist halt einfach Fakt. Ja, die ist dafür da, um auch große Nebelmonsterlast. Ich würde euch vielleicht sogar empfehlen, als Endperk Nebelmonster drauf zu machen. Weil die Waffe verwendet man doch für solche Zombies eh nie, oder? Dann nimmt man doch andere. Das dauert viel zu lang. Oder für solche Fetten. Die sind dann bumm, direkt weg. Das ist gut. Das ist echt gut. Die Waffe ist eher. Das ist halt ein Sniper, ne? Da kommt es eher auf einen Zombie an, um einen sehr starken Zombie zu killen und nicht auf viele kleine. Das ist halt einfach dann uneffektiv. Vor allem macht ihr ja auch keinen Flächenschaden hier. Seht ihr das? Also, das ist ja wirklich, man muss echt treffen. Und ja, das würde ich vielleicht sogar empfehlen. Das werden wir mal noch testen, auch live. Ja. Aber wie gesagt, tut euch das Ding auf alle Fälle. Empfehle ich sehr. Ich meine, es kostet ja eh kein Echtgeld, von daher juckt das ja nicht. Aber ja, es ist halt wirklich im Gegenzug zu der Plasmatron. Einfach keine Flächenschadenwaffe, ja? Oder diese Plasma. Ne, wie heißt die Plasma Entlader? Entladung? Genau. Ja, du hast halt einfach diese Aufladezeit auch. Bis das Ding schießt. Du kannst nicht direkt hier R2 und zack, das muss halt erst aufladen. Also dieser Strahl. Aber macht halt dann echt saftigen Damage, ne? Und man visiert ein bisschen ran. Sieht ganz gut aus, das Ding. Sieht ganz cool aus, jetzt bin ich tot. Sehr schön. Na gut, Leute, ich danke euch, dass wir dieses kleine Review machen durften. Das darf ja jeder, aber dass ihr zumindest zugeschaut habt. Und ja, hoffe, dass ich euch ein bisschen unterhalten und vor allen Dingen weiterhelfen konnte, euch die Waffe ein bisschen vorstellen konnte. So sieht das Ding übrigens aus, wenn es gedroppt ist, aus der Season 7, Chapter 2 damals. Das sind halt eben diese Waffen, ja, aus dem Event, der Alien Side. Also genau wie in BR, nur halt, dass die Schadensmodelle ja in RDW anders sind. Von daher ist eine BR-Waffe im RDW-Modus angepasst. Und das muss ich nochmal zum Ende sagen, Epic Games, liebe Grüße nochmal an euch Legenden. Finde ich gut. Das war eh immer einer meiner Wünsche, dass eben diese Waffen auch in Rettet die Welt kommen von BR.
Es ist nicht so der große Aufwand, tut aber in LDW ein bisschen was zur Sache. Und dass dieses eigentlich, auch wenn das jetzt an sich nicht so krass ist, aber trotzdem diese Sache, die Möglichkeit genutzt wurde, finde ich gut. Kleiner Fun Fact: Gefühlt hat eh jeder sich gewünscht, dass, wenn eben BR-Waffen kommen, diese Alien-Waffen kommen. Finde ich gut, dass die zuerst gekommen sind. Vielleicht kommen ja auch irgendwann noch die Season 6 Items, diese Urzeitwaffen. Wäre ganz geil. Guck, ihr habt ja auch diesen Kreis nochmal. Hier dieses über dem. Na, ihr seht ja, was ich meine, was sich dann so auflädt. Ist was Lustiges, wie gesagt, ne? Und ich denke, dass das vielleicht auch im MSK, mal gucken, könnte vielleicht auch ganz gut sein. Muss man halt eben testen, ja? Das ist ja dann das, was die. Und deswegen sprechen wir auch die Tage nochmal hundertprozentig darüber, was dann im Laufe der Zeit noch von den Spielern auch getestet wird. Und den ganzen Profis unter euch. Von daher, ihr seid alle Profis, von daher, ja. Man darf jetzt, wie gesagt, nicht direkt oberflächlich denken, ja, die macht jetzt nicht extrem viel Flächenschaden. Ne, das dauert und Scheißwaffe. Nee. Nee, das ist es nicht. Und ich finde ganz ehrlich, auch normale Geschwindigkeit brauchst du ja nicht zwingend drauf machen. Die ist so langsam. Ob es nun langsam oder noch langsamer ist, macht dann auch irgendwann keinen Unterschied mehr. Ne? Macht da, wie gesagt, Schaden drauf. Und mit den Nebelmonster-Perks sollte man sich mal angucken. Man kann ja eh dann auch entscheiden im Endeffekt, dass, wenn man das Endperk irgendwie, ne, anders machen möchte, dass man das dann nochmal ändert. Gut, wir gehen jetzt erstmal raus. Passt soweit. Bin zufrieden. Und ja, wie gesagt, mehr dazu gibt es eigentlich nicht zu erwähnen. Außer, dass ich es schön finde, dass ein bisschen was gekommen ist. Schade, dass es jetzt schon vorbei ist. Aber nächste Woche kommt Frost Knight, passend auch zum Hintergrund gerade. Schaltet da auch gerne wieder rein. Ne, zockt das Event noch durch. Weil, wie gesagt, wir nicht wissen offiziell auch, wie lange das Event noch drin sein wird. Auch wenn es jetzt noch nicht lang drin war, kann es sein, dass das ein bisschen Halloween-abhängig ist. Und deswegen eben, ja, ne, nicht quasi auf Dauer jetzt da sein wird. Also, das wird auf alle Fälle wieder rausgehen, aber dass das jetzt schon nächste Woche rausgeht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber könnte eventuell passieren. So sieht das gute Stück nochmal aus. Alles klar. Euer Florian FM. Ich danke euch, wie gesagt, ganz herzlich. Lasst euch gut gehen. Noch einen schönen Tag oder Abend. Ich weiß nicht, ob ich heute am Montag nochmal streame. Wir haben es gerade 15:18 Uhr. Müssen wir mal schauen. Auf alle Fälle kommt das Video. Gestern kam ja gar nichts. Nochmal sorry dafür. Grund einfach Job zurzeit, Ausbildung. Ja, aber wie gesagt, das wird besser. Spätestens ab 25. Da gibt es dann auch die großen Frostnight-Festspiele auf unserem YouTube-Kanal. Was genau werde ich nochmal erklären. Schaltet deswegen, wie gesagt, gerne wieder mal mit rein. Wir haben noch sehr viel Content geplant. Auch was GTA angeht, was viele andere Spiele angeht. Es kommt ja wirklich sehr, sehr viel. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Da können wir ja nochmal drüber babbeln. Sonst geht das Video jetzt hier eine halbe Stunde. Und das wollen wir. Was war denn das jetzt gerade? Warte mal ganz kurz. Ja, perfekt. Versprechen wir dann auch nochmal an. Alles klar, Leute. Ich danke euch. Und ja. Ciao, ciao. Macht's gut.